mit dem Panel zum Digital Workplace im digitalen Unternehmen. Und da darf ich mal mein erstes Panel hier zu mir auf die Bühne bitten. Teilweise sind sie noch im Gespräch und möchten jetzt aber bitte auf die Bühne kommen. Genau, teilen Sie sich jetzt bitte auf. Drüben ist Digital Marketing. Hier starten wir jetzt mit der Enterprise Digital Arena. So, einmal kurz hinsetzen. Wir gehen mal, machen gleich erstmal eine Vorstellungsrunde. So, ich darf ganz herzlich bei mir auf der Bühne begrüßen, den Lutz Hirsch hier außen sitzen. Den haben wir hier von Hirschtech. Wir haben das immer mit den Köpfen, das können Sie immer nachlesen und den Twitter-Handle. Ja. Dann den Harald Schirmer von der Continental, der wird uns gleich mit einem kleinen Impulsvortrag beglücken. Dann den Andreas Schönberg von Impulse und den Andreas Alexander Kluge von Kluge Consulting. So, stellt euch doch einfach mal kurz noch mit dem Statement vor, fangen wir genau rückwärts an. Was macht ihr, wer seid ihr und was macht ihr? Ich habe ja einfach nur eure Namen genannt, weil ich immer denke, ihr könnt das viel besser. Kurz aber. Alexander Kluge, mein Name, nicht Andreas, aber es liegt relativ nah anscheinend, dass man mich auch Andreas nennt, es passiert öfter. Also Alexander Kluge, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Collaboration-Markt unterwegs, verstehe mich selber als Übersetzungshelfer, also an der Stelle, wo IT-Leute auf Organisationsentwickler und HR treffen, da kracht es ja häufig oder man versteht sich nicht so richtig und mein Job ist, Unternehmen zu begleiten, gerade auf dem Weg in diesen Social Business Enterprise, Social Networking, New Way to Work, also Buzzword können wir jetzt alle abklicken. Das ist meine Arbeit, dieses Thema verständlich zu machen, auch für, sagen wir mal, nicht ganz so IT-nahe Vorstände und Abteilungsleiter, ihnen zu erklären, warum brauchen wir denn eigentlich den New Way to Work. Also daran arbeite ich auch schon eine Weile und ja, das reicht eigentlich erstmal für mich. Ne? Genau. Ich bin jetzt wirklich Andreas. Mein Name ist Andreas Schönberg, Geschäftsführer von der Impulse aus Köln. Wir sind IT-Dienstleister und beschäftigen uns schon seit langem mit dem Thema Intranet, Intranet-Portale und wollen eigentlich die Arbeit, die der Alexander inhaltlich macht, auch technisch fortsetzen und können Sie dabei unterstützen, solche Systeme bei Ihnen einzusetzen und erfolgreich zu implementieren. Ja, ich könnte jetzt mit Andreas weitermachen, weil das ist mein zweiter Vorname, aber ich heiße Harald Schirmer, ich arbeite bei der Continental AG in der Talent Management and Organizational Development Abteilung, könnte man sagen, Human Relations, früher Human Resources, also im HR-Bereich. Wir haben 2011 Enterprise Social Network bei uns eingeführt und seitdem geht es wie in einer Aufwärtsspirale quasi in jede Funktion, jede Abteilung, jeden Bereich mit dem Buzzword Digitalisierung weiter. Ja, ich bin weder Andreas noch Alexander. Ah. Mein Name ist Lutz Hirsch von Hirschtech. Wir sind eine Agentur, die mit über 30 Mitarbeitern bei Unternehmen Intranets die Strategie entwickelt, den Bauplan entwickelt, das technisch einführt und bei der Begleitung und im Veränderungsmanagement auch begleitet und haben im letzten Jahr über 40 Unternehmen dabei begleitet, ein Intranet einzuführen. Ja, es gibt ja viele Diskussionen über die Einführung des digitalen Arbeitsplatzes, die münden dann immer wieder dahin gehen, dass man erstmal gucken muss, was ist denn überhaupt, wie kann man den Mitarbeiter befähigen, dass er auch merkt, was für ihn da drin ist bei der Arbeit, dass es ihn wirklich überzeugt. Da habe ich den Harald Schirmer gebeten, uns einen kleinen Impuls zu geben, sozusagen, wie er gerade den Status quo zu diesem Thema sieht, wie man diesen digitalen Arbeitsplatz, diese neuen Formen der Arbeit einführen kann oder was da seine Gedanken sind aus seinem Erfahrungsschatz, aus seinem Projekt. Und damit starten wir zunächst erstmal, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ja. Christi, glaube ich. Ich habe selber einen. Ja, danke Björn. Ich bin normalerweise nicht so der große Freund von Folien, weil im digitalen Zeitalter sind Folien irgendwie oldschool. Aber man will ja irgendwas zeigen, also von daher habe ich jetzt ein paar mitgebracht, die das Ganze so im Rahmen noch halten. Also ganz kurz die Continental AG, bloß dass man sich's vorstellen kann, die hat sich sehr stark verändert. In den letzten 10 Jahren hat sich die Mitarbeiterschaft verdreifacht. Also wir sind inzwischen bei 208.000 Mitarbeitern in 55 Ländern. Eine sehr divers aufgestellte Matrix-Organisation, also eine gewisse Herausforderung. Sie können sich vorstellen, auf der einen Seite haben wir Sachen wie Reifen, bis hin zu großen Truck-Reifen. Die werden natürlich auf eine andere Art und Weise hergestellt, zum Beispiel wie jetzt Sicherheitselektronik. Und dazwischen wollen wir natürlich möglichst guten Austausch auch fördern. Wir wollen voneinander profitieren. Sie können sich vorstellen, ein smarter Reifen, da müssen plötzlich Leute miteinander reden, die haben normalerweise nichts miteinander zu tun.
vielleicht vorneweg, das ist eine vielleicht ein bisschen ältere Folie, die habe ich vor 4 oder 5 Jahren, habe ich die mal zusammengebaut. Also man muss ein bisschen genauer hinschauen, was da steht. Und das ist so ein bisschen, wenn man durch die Hallen hier durchgeht, dann geht es um Digitalisierung. Ganz wildes, großes Thema. Und alle verstehen darunter ganz schnell Technologie. Digitalisierung hat für mich und für das, was wir betreiben, jetzt nicht nur, weil ich aus dem HR-Bereich komme, sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Wer macht was, mit wem, wie arbeiten wir zusammen, wie werden wir geführt und so weiter. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man kann Digital nicht installieren wie eine Software. Also eine Firma wird nicht digital durch eine Installation. Die ist notwendig, die ist wichtig. Also und das nicht falsch verstehen, Technologie ist der Treiber und der Enabler dafür. Aber es ist nicht das, was die ganz große Arbeit ausmacht. Könnte ich eine Folie weitergehen, bitte? Irgendwie mag er nicht. Einfach mal, um es ein bisschen darzustellen, zwei verschiedene Ansätze. Wir haben auf der einen Seite das, was die meisten Firmen seit, ich würde mal sagen, 100 Jahren machen. Das ist hier so auf der linken Seite, wo ich hergehe und sage, ich habe komplizierte Sachverhalte, ich muss zusammenarbeiten. Es gibt dafür Managementmethoden. Peter Drucker hat das wunderbar zusammengefasst. Ich schneide den riesengroßen, komplizierten Elefanten in kleine Teile, gebe Rollenmanagement, ich kontrolliere, ich steuere und es funktioniert. Man könnte sagen, in dem Menschenbild werden Menschen hauptsächlich wie Maschinen behandelt. Das heißt, ich gebe einen Input und die liefern einen Output. Relativ einfach, aber ich kann damit große Dinge klein machen. Und die Worte, die da stehen, sind im Endeffekt alles Dinge, die wir daraus entweder erschaffen haben oder die Methoden sind, um das zu bedienen. Größtenteils basiert das alles auf Erfahrung. Das heißt, das hat so und so funktioniert und darum machen wir das so. Hat schon immer so und so weiter. Wenn wir uns jetzt aber anschauen in dem ganzen Bereich digital, müssen wir ganz anders zusammenarbeiten. Und da spreche ich hauptsächlich jetzt von Kreativberufen. Also wenn jemand in der Fabrik irgendwo bestimmte Teile macht, mit Lean-Ansätzen, bestimmte Prozessflows hinterfragt, das ist schon sehr stark optimiert. Da will man nicht jeden Tag hinterfragen, ja, machen wir es heute mal anders, sondern das soll wirklich auch so möglichst effizient laufen. Ich muss also zwischen beiden Szenarien hin und her schalten können, je nachdem, wo ich bin, je nachdem, in welchem Bereich, in welcher Funktion ich bin. Aber ich brauche eben ganz verstärkt diese neue Art und Weise der Zusammenarbeit. Und da kommen ganz neue Begriffe zustande, ganz neue Methoden, Verhaltensweisen, neue Werkzeuge. Und das ganze Zeug weiß noch niemand richtig. Also ich würde sagen, so richtig können und richtig auf Erfahrung zurückblicken, tun relativ wenige, weil das läuft so im großen Stil vielleicht seit 5 Jahren oder so. Also das ist etwas, was eher in Richtung Zukunftserwartung geht. Da müssen wir alle lernen, da müssen wir alle ausprobieren, da müssen wir eine Fehlertoleranz entwickeln, da müssen wir Feedbackkultur haben. Das sind also alles Dinge, wie wir mit Menschen umgehen. Jetzt geht's, wenn ich jetzt quasi das mal auf eine, damit klar wird, was das eigentlich für ein Stretch ist, für unsere Führungskräfte. Ich habe auf der einen Seite das, was wir alle kennen in der Regel. Ich habe Hierarchie, ich habe Verantwortung, ich habe Kontrolle, ich habe Regeln und Sicherheit. Und ich habe auf der anderen Seite, wenn ich Kreativität haben will, eigentlich immer genau das Gegenteil. Also das ist nicht eine kleine Veränderung, sondern wirklich ein Gegenteil. Wenn ich Vertrauen aufbauen will, muss ich Kontrolle abbauen. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Kontrolle abbauen, das heißt Regeln wegnehmen. Das ist ein Riesenprozess, das ist nicht nur technisch, das ist nicht nur mit den Gesetzen und Regeln und Guidelines und so weiter, sondern das sind in den Köpfen der Menschen. Das macht man nicht. Das ist eine Regel, das macht man nicht, muss ich hinterfragen. Und wie gesagt, das Ganze sowohl als auch. Das heißt nicht, ich kann sagen, so jetzt, das war falsch und das ist richtig oder das ist alt und das ist neu, sondern wir müssen je nachdem, wo ich gerade bin, muss ich das tun. Die ideale Möglichkeit in meinen Augen, und das war bei uns relativ erfolgreich, das war, wir haben gesagt, wir brauchen Leute als Enabler, als Role Models, als Wegbereiter, die in allen Bereichen des Unternehmens zeigen, dass es anders geht und wie es anders geht. Also das ist kein Trainerkonzept, wir haben ein Guide-Konzept aufgesetzt, da war in jedem Standort, in jeder Funktion, in jeder Hierarchiestufe, in jedem Land waren Leute, Freiwillige, die mit uns unsere damalige Social Adoption, also die Einführung von dem Enterprise Social Network, gemeinsam mit uns gemacht haben. Und es war auch für ganz viele ein ganz besonderes Erlebnis. Da ist sehr oft das Wort Freundschaft auch gefallen. Also ein ganz anderes Erleben im Zusammenhang von auch verschiedenen Kulturen, als man typischerweise in Projekten oder in herkömmlicher Zusammenarbeit hat. Ja, wer möchte, da hinten, da ist so ein kleines Video, da sieht man das Kickoff von dem Ganzen. Sie können auch bei YouTube einfach Continental Kickoff Guides eingeben, dann kriegen Sie das auch nochmal, um so einen kleinen Eindruck zu kriegen, wie Menschen auch zusammenarbeiten können. Ja, jetzt.
Es gibt dann verschiedene Methoden, die wir verwenden, um da entsprechend die Leute mitzunehmen. Working Out Loud von John Stepper, der hat ein Buch geschrieben, letztes Jahr ist es rausgekommen. Das ist in unseren Augen eine sehr, sehr gute Methode, um Leute in einem 12-wöchigen Kurs, kann man sagen, mitzunehmen in dieses digitale Zeitalter. Das ist eben nichts, wo man Knöpfe drücken lernt, so liked man, so schreibt man Kommentar, sondern es geht wirklich darum, Leute in das digitale Zeitalter mitzunehmen, Fähigkeiten zu bringen, Verhaltensänderungen zu ermöglichen und eine ganz andere Haltung zu haben. Ich sage jetzt mal, ganz früher gab es so den Taylorismus, da gab es oben die, die gedacht haben und unten die, die gemacht haben. Die, die gemacht haben, sollten nicht denken. Das funktioniert heute nicht mehr. Das ist aber in vielen, vielen Köpfen noch drin. Das müssen wir aber ändern. Und das ist, da gibt es eben so eine Geschichte, da lerne ich, wie kann ich eine Problemlösungskompetenz aufbauen, wie kann ich Netzwerke aufbauen, wie kann ich damit entsprechend anders führen, damit sind nicht nur andere gemeint, sondern mich selber. Wie kann ich besser werden insgesamt, mein Skillset verbessern und Sinnstiftung, Purpose zu haben in dem, was ich tue, wird natürlich speziell für die Generation Y auch immer wichtiger. Wenn ich dann schon solche Plattformen habe, dann fange ich an, die zu vernetzen. Ich habe vorher das Beispiel gebracht, Elektronik und Reifen bei uns zum Beispiel, aber es geht natürlich in alle Bereiche. Controlling, mit Marketing, der Einkauf, mit, keine Ahnung, mit Kommunikation, wenn die alle plötzlich miteinander reden, also miteinander reden, nicht nur übereinander, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich komme von einer seriellen Abarbeitung, wie es üblicherweise in der Hierarchie ist, zu einer mehr parallelen Arbeit. Das heißt, ich bin viel, viel schneller. Heißt aber auch, ich habe viel mehr Informationen, die ich dann in irgendeiner Form handeln muss. Dafür gibt es wieder Filter und Tagging und solche Funktionen. Also das ist in sich schon ein ganz stimmiges Konzept, aber dazu muss man die Leute erst in die Lage versetzen. Dritter Schritt, was wir gerade machen, das läuft alles im Endeffekt unter diesem Begriff Work 4.0. Also wir wollen die Leute im Einzelnen enablen, dass sie das können. Wir wollen die Netzwerke zusammenbringen. Und das Dritte ist im Endeffekt, wie kann ich Veränderungen am besten betreiben, indem ich die Umgebung verändere. Sie können sich vorstellen, wenn ich die Leute entweder in einen muffigen Meetingraum setze, ich bin jetzt mal ins Ritz hocke oder irgendwo draußen auf die Wiese, da kommen andere Ergebnisse raus. Nur dadurch, dass sie andere Umgebungsvariablen haben. Und sowas kann man da drin natürlich auch machen, entweder mit Design Thinking Areas oder mit Kreativzonen oder weiß der Teufel was. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Wann arbeiten die Leute? Wo arbeiten die Leute in Zukunft? Homeoffice, unterwegs, in den Ländern oder sonst wo? Welche Mittel haben sie? Haben in Zukunft alle nur noch Brillen auf und sitzen zu Hause und jeder macht sein Ding, aber ist trotzdem irgendwie in der Firma? Und eben die Rahmenbedingungen natürlich für HR. Was ist gesetzlich notwendig? Was dürfen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Wer möchte, kann man sich da mal runterladen, einfach mal selber einzuschätzen, wo man so gerade ist. Wenn man versucht, so einen Reifegrad zu machen, will ich und kann ich. Wenn die Begriffe hier so alle relativ bekannt sind oder sowas, dann sind wir da. Also das heißt nicht, alle müssen sofort darüber, sondern und es gibt verschiedene Bereiche da, aber die Worte habe ich versucht so zuzuordnen, dass man so ein Gefühl kriegt. Also wenn ich da rechts oben solche Dinge, so Working Out Loud ist ganz normal, Design Thinking machen wir sowieso, Organisation ist vielleicht nicht mehr hierarchisch, sondern mehr so nach Holacracy aufgesetzt, dann bin ich im Rahmen von einer modernen Organisation schon sehr, sehr weit. Das heißt jetzt nicht, jeder muss das machen, aber genau. Und dann möchte ich Sie einfach einladen zum Schluss, weil der einzige Weg, es wirklich zu machen, ist es wirklich zu tun und anzufangen. Und da braucht man meistens doch Mut, weil es diese Schranken halt leider überall gibt. Also fangen Sie einfach an, probieren Sie es aus, machen Sie auch mal einen Fehler, reden Sie drüber, lernen Sie von dem Fehler. Also die Einladung, haben Sie doch mal einen Mutanfall. Einmal am Tag, einmal in der Woche. Danke. Prima. Vielen Dank, Harald Schirmer. Ja, es war ja hier netter Einstieg, was man da alles so an Kompetenzfeldern braucht. Ich habe es einfach nochmal die Folie zurückgeholt. Wie sehen denn die anderen Experten, Herren hier auf der Bühne so das Thema? Wo stehen wir bei der digitalen Transformation der Arbeitsorganisation? Haben wir das schon alles abgedeckt, die Themen? Wo sind die offenen Felder, wo wir einsteigen müssen? Lutz. Starte ich mal gerne. Also ich fand es einen sehr schönen Vortrag, vielen Dank dafür. Im Gegensatz zu Herrn Lautenberger glaube ich, dass wir diese Evangelisten brauchen, die das genau das Thema nach vorne tragen. Von der ich glaube, er meinte die beratenden Evangelisten, ja, und nicht die Praktiker. Einen spannenden Punkt in dem Sinne, wo stehen wir, fand ich ganz zum Schluss dieses Thema räumliche Veränderungen.
weil wir sind bei vielen Unternehmen und versuchen, diese Form der digitalen Zusammenarbeit tatsächlich einzuführen. Und jeder kennt diese Quadranten hier und kann sich da auch verorten, glaube ich. Aber da sitzt man halt in Besprechungsräumen ohne WLAN, ohne Smartboard. Die Menschen sitzen alle mit Papier da, haben keinen Laptop, haben einfach nur einen Desktop-Rechner, haben keine Firmenhandys. Und ich frage mich, wie soll da Digitalisierung stattfinden? Ne? Das heißt, es mangelt an den Grundsubstanzen der Infrastruktur und des Räumlichen. Da können wir mit der digitalen Welt noch so weit nach vorne preschen, irgendwie so, wenn die Menschen einfach nur analog unterwegs sind und auch nicht unterstützt werden und auch in diesem Kreativprozess nicht unterstützt werden, dann haben wir es sehr, sehr schwer. Andreas Schönberg. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Viele Unternehmen betrachten Digitalisierung wirklich vom technologischen Standpunkt her. Wir brauchen ein neues System. Und wenn ich ein neues System habe, dann bin ich digital. Das ist aber viel, viel zu kurz gegriffen, weil, wie er schon richtig sagte, man muss die Mitarbeiter abholen, man muss die Mitarbeiter auch mitnehmen und man muss sie ermutigen, diese Dinge auch zu nutzen und digital zu arbeiten. Und ich glaube, da hapert es in vielen Organisationen noch, weil auch die Projekte oder die Ansätze vielleicht falsch aufgehängt sind. Das wird groß gedacht. Das Mikrofon bitte, weil wir. Okay, immer so das wird groß gedacht. Der, genau. Es wird groß gedacht, aber doch am Ende sehr klein umgesetzt. Ja. Ich mochte ja insbesondere zwei Folien. Das waren jetzt nicht die beiden, die finde ich auch toll. Ja, aber ich leihe mir immer gerne zwei. Die eine davon ist die, dass es lange dauert. Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Und warum? Wir haben jetzt auch gesehen, dieses Chart mit der Führung. Und das ist etwas, was ich eben im täglichen Leben auch erlebe. Die Führungskräfte, die es anscheinend sehr, sehr schwer haben, loszulassen. Ja, also Kontrolle, Hierarchie auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Vertrauen zu geben, damit Leute überhaupt sowas benutzen wie die Werkzeuge, die die IT dann bereitstellt. Also wenn sie ein schönes Enterprise Social Network haben und keiner traut sich, das Vorstandsblock zu kommentieren, dann ist es tot halt, da passiert nichts. Und wenn ich auch nicht das Gefühl habe, ich kann im echten Leben zusammenarbeiten, dann werde ich auch nicht virtuell zusammenarbeiten. Da nutzen uns diese ganzen Tools nicht. Und ich glaube, das Thema haben wir im Hangout auch schon gehabt, gemeinsam identifiziert im Vorfeld der Digital Enterprise Arena, das Thema mittlere Führungsebene. Wie geht man damit um, wie nimmt man die mit und wie zeigt man denen, was erfolgreich sein kann? Das ist einer der Schlüsselfaktoren an der Stelle. Cool, jetzt haben wir einen schönen Einstieg gehabt. Wir stellen fest, wir sind da schon fortgeschritten. Wir stehen nicht mehr ganz am Anfang. Es gibt ja schon einige Diskussionen seit 2008 ungefähr, die sich damit beschäftigen, wie kann man das etablieren. Aber trotzdem gibt es noch wenige Unternehmen, die das wirklich geschafft haben, weil es natürlich ein großer Transformationsprozess ist, ohne Frage. Das kann ja auch nicht von heute auf morgen passieren. Dennoch, was sind so eure Hebel, die ihr jetzt seht, mit denen man all das weiter voranbringt? Wir hatten jetzt eins natürlich schon gehört, mittlere Management, was man unterstützen muss im Umdenken, in dem Prozess des Umdenkens. Was ist halt überhaupt mit der Befähigung? Also Harald, du setzt ja da sehr stark halt auch mit dem Working Out Loud-Ansatz, erstmal die Leute zu bringen, erstmal im Kleinen anzufangen und einfach anders zu arbeiten, indem sie halt ihre Sachen einfach öffentlich teilen. Ja, bin ich da drauf? Ja. Also ich würde zum einen, du hast am Anfang was gesagt, es gibt schon einige, die schon sehr weit sind oder schon das können. Also ich würde da mit einem gewissen demütigen Begriff mal rangehen. Also ich würde behaupten, es gibt niemanden, der da fertig ist. Es gibt, glaube ich, heute noch kein Unternehmen, da würde ich auch eine Google mit dazu zählen, die sagen können, wir wissen, wie es geht. Also auch die sind noch am Testen, auch die machen mal wieder Homeoffice zurück und lauter solche Geschichten, weil es einfach nicht so funktioniert, wie sie sich gedacht haben. Ich glaube, wir sind da alle auf einem Lernweg und das wäre für mich jetzt so eine Antwort, die ich dir da gerne geben würde. Wenn wir in der unglaublichen Dynamik, in der sich im Moment Dinge verändern, da kann ich nur mit einer einzigen, für mich sinnvollen Art und Weise reagieren, nämlich ich muss mich auf einen Lernweg begeben. Es gibt keine fertigen Dinge, die ich aus der Schublade ziehe und einfach implementieren kann, weder für die Menschen noch für die Technik. Auch die Technik verändert sich sehr, sehr stark. Aber wenn ich heute hergehe, ich werbe immer so ein bisschen so 10%, vielleicht wenn es einer gut meint, je nachdem wo man ist, vielleicht sogar 20%. Mal einfach einplanen für die nächsten 3 Jahre Lernzeit, bedingungsloses Lerngrundeinkommen für jeden Mitarbeiter, jede Führungskraft, dass die hergehen und sagen, ich muss mir mal anschauen, was passiert da draußen auf dem Markt, was machen andere, was machen wir. Die Leute haben jetzt 30, 40 Jahre lang, die Manager, die Topmanager, Zeit gehabt, sich in die eine Führungssituation einzufinden, haben das von ihren Vorgängern gelernt. Die können wir nicht erwarten, dass die in 2 Jahren einfach alles umdrehen. Also wie ist das vereinbar mit den Shareholder-Value-Zielsetzungen des Management und den weiteren Performance-Optimierungs-Ideen?
Also Shareholder Value geht natürlich darauf, dass wir möglichst viel Gewinn machen und das in möglichst kurzer Zeit und möglichst wenige Leute machen möglichst viel Geld so ungefähr. Ich glaube, bei bestimmten Größen von Organisationen, und speziell wenn wir anschauen, was im Moment disruptiv am Markt so passiert, hat der eine oder andere doch schon Ideen, dass es vielleicht sinnvoll ist, einen ganz kleinen Tick langfristiger zu denken. Das heißt, was hilft mir das, wenn ich jetzt hier ganz viel, ganz schnell verdiene, aber dafür morgen mich irgendein Startup quasi aus dem Markt drängt, weil ich leider Digitalität verschlafen habe, weil ich da nicht investiert habe. Und wie gesagt, nicht nur in Technologie, sondern auch in Training. In Training ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen, in Bildung. Also es geht ja wirklich um Verhaltensänderungen. Das ist was, was langfristig dauert. Ich glaube, das ist ein Investment, das man auch inzwischen ganz gut verkaufen kann. Weil die Angst auch in dem Bereich, dass da plötzlich einer um die Ecke kommt und sagt, ja, okay, jetzt haben wir da halt hier ein Hoverboard. Hoverboard hat keine Reifen, keine Bremsen, keine Steuerung in der herkömmlichen Form mehr. Also ich kann mal einfach davon ausgehen, wenn dieses Ding funktioniert, dann haben wir eine echte Aufgabe. Lutz, welche Hebel siehst du sozusagen, an denen man, oder Schrauben, an denen man gerade im Moment, da wo wir im Moment mit dem Wissensstand bei dieser Thematik stehen, ja, drehen sollte? Gibt es, glaube ich, zwei Faktoren. Das eine ist, wenn man mal so die Entwicklung dieser Social-Plattform im Unternehmen sich ansieht, dann ist es oft von der Unternehmenskommunikation initiiert worden mit dem Intranet. Also wir wollen Social Intranet haben, wollen Interaktion haben dann auch. Aber es hört dann nach der Einführung leider dieser Schwenk Richtung Kollaboration auf, ja, weil da gibt es keine organisatorische Verankerung in den Unternehmen. Es gibt keine Abteilung Kollaboration. Also IT stellt die Teamsites, den SharePoint zur Verfügung, die Unternehmenskommunikation macht ihr Intranet und danach wurschelt jeder wieder für sich hin. Und wir haben gesehen, die Unternehmen, die, da muss man gerade eine Lanze, glaube ich, für HR brechen, die im Personalbereich das dann verankert haben, die sich dem Thema angenommen haben, die sind weiter als Unternehmen, die das einfach so vor sich hinlaufen lassen. Und das Zweite ist tatsächlich diese Fehlerkultur, die auch in Deutschland manchmal so ein bisschen fehlt. Wir sind immer sehr budgetgetrieben und der Ansatz, der muss aber jetzt stimmen oder darf nicht schief gehen und das darf auch nicht, also wenn die Kommentare nicht funktionieren, das ist ein Desaster dann auch. Und das ist ja das, was man eigentlich aus dem Silicon Valley lernt. Also man schmeißt 10 Sachen an die Wand und 2 bleiben halt kleben dann auch. Und dann lernt man aus den 8, die runterrutschen. Und das ist so ein bisschen die Kultur, die in den Unternehmen in Deutschland auch oft noch fehlt, dass man eben Sachen ausprobiert, bewusst Fehler zulässt, daraus lernt und dann weitermacht dann auch. Andreas Schönberg. Das stimmt eigentlich sehr gut. Also in Erstgesprächen mit potenziellen Kunden kommt sehr schnell die Frage, wie viel kostet es, wie lange dauert es und wann sind wir fertig? Und diesen Gedanken muss man bei Unternehmen erstmal versuchen zu verdrängen und denen zu erklären, wie er schon richtig sagte, das ist nicht fertig. Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt 3 Monate oder 6 Monate und dann sind wir fertig, sondern das ist ein viel länger währender Prozess, der wirklich auch mit Enablement der Mitarbeiter zu tun hat, die wirklich zu befähigen, das zu machen. Und ich glaube, ein Ansatz ist da wirklich vielleicht mal ein Pilotprojekt zu haben oder ein bestimmtes Feature oder einen Punkt zu haben, wo die Leute auch sehen, dass sie einen Erfolg haben, dass es ihnen etwas bringt, dass sie da entsprechend weiterkommen und das einfach als Einstieg zu wählen, um wirklich auch dann das mittlere Management oder auch das Top-Management dadurch entsprechend überzeugen zu können. Wir sagen ja immer, Technologie ist da an der Stelle nie das Problem, aber ist es nicht vielleicht auch ein Problem, wenn oftmals zu große Projekte, Plattformen schon eingeführt werden, muss man nicht da auch viel agiler und kleiner rangehen, gerade in diesem Ansatz, was du gerade so erwähnt hattest? Ja, also das sehe ich auch so. Also man muss nicht den großen Wurf machen und die Lösungen für alle 100.000 Mitarbeiter installieren, sondern man kann wirklich auch mit kleinen Lösungen erstmal starten und muss die dann später natürlich versuchen zu integrieren in die Gesamtlösung. Aber ich glaube, der kleine Ansatz ist deutlich hilfreicher, da auch von einem Startup zu lernen, wirklich zu sagen, ich baue das Minimal Viable Product und lerne an meiner Zielgruppe, definiere mir KPIs, gucke, was dabei rauskommt und kann das dann entsprechend weiterentwickeln. Ich glaube, speziell in diesem Fall ist so der klassische Wasserfall ist einfach tot. Der macht keinen Sinn in diesem Umfeld. Alexander. Ja, leider erwarten ja alle den Wasserfall. Ne? Das ja, erleben wir ja auch gerade sogar gemeinsam. Den ja, Wasserfall, also, dass wir jetzt morgen die Netzwerkorganisation haben, die viel besser funktioniert als heute. Ja, also ich würde das auch unterstreichen und wir haben genau an dieser Schnittstelle ja auch immer die Probleme. Ja? Also die Erwartungshaltung groß. Man schmeißt eine Enterprise Social Networking Suite, die alles kann, ins Unternehmen und man macht sie allen verfügbar. Und es gibt nicht wenige Projekte, in denen sitze ich eigentlich nur deshalb als Berater, weil die müssen wiederbelebt werden. Weil da wurde mit viel, viel Geld eine Plattform eingeführt, die keiner benutzt. Und klar, großes Produkt, alles rein. Wikis, Blogs, Status-Updates, alles. Ja, keiner weiß, wie es benutzt.
benutzt. Keiner kennt den Purpose, das Wozu und Warum, fehlt komplett, keine Erklärung dazu. Und dann liegt das Ding tot rum. Und deshalb völlig richtig, kleine Projekte, sichtbare Projekte, die auch neugierig machen, aber in kleinen Ausschnitten anfangen, experimentieren, 10 davon an die Wand schmeißen, 8 fallen runter, ja, und dann gucken wir mal, warum die 8 runtergefallen sind und die 2 stärken wir. Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, hat ja indirekt sozusagen auch die Aussage, dass es oftmals, wenn Projekte problematisch sind, oftmals daran liegt, wie einfach das Projekt zugeschnitten ist und nicht, dass eine falsche Technologie, also es gibt ja verschiedene Ansätze da draußen, dass eigentlich jede Technologie eigentlich was bringen könnte, wenn man sie nur richtig einsetzt. Ich wäre jetzt grundsätzlich erstmal technologieagnostisch. Ja? Ich sage also, es geht ja eigentlich erstmal grundsätzlich nicht um irgendeine Plattform, für mich jedenfalls aus meiner Sicht, sondern eher darum, ich kann was sharen. Ja? Es geht überhaupt darum, ich kann eine Datei nicht vermailen, sondern ich kann sie teilen. Ja? Also es ist eine simple Funktion, die, glaube ich, fast jedes Produkt in diesem Markt irgendwie können sollte. Gut, aber man braucht eine Plattform, die das kann und ja, die dann sozusagen auch skalierbar für die ganze Unternehmen. Ja, natürlich, klar. Ja, genau. Zugegeben. Aber ist ganz nicht ohne geht es also auch nicht. Nee, es ist auch schon einmal passiert, dass die Plattform gewechselt wurde. Ja? Also auch das ist schon oft genug. Da fängt jemand an mit Yammer und stellt halt fest, er kommt nicht weiter. Aber es gab immerhin schon den Mindshift durch Yammer. Und dann fängt man an, ein anderes Produkt, was vielleicht eben nicht Cloud, sondern On-Premise ist, aus welchen Gründen auch immer, einzuführen. Aber erstmal kann es auch durchaus sein, man fängt mit einem kleinen Produkt an. Häufig genug finden wir ja auch die Slacks schon in den Unternehmen, obwohl es keiner weiß, dass es da ist. Aber es ist da. Und es sorgt auch schon für einen Shift. Also ich würde einfach mal, es ist immer so schön, wenn man mit Leuten zusammen sitzt, die alle im gleichen Mindset unterwegs sind. Darum versuche ich es jetzt mal ein bisschen auch eine Gegenposition auch mal da reinzunehmen. Ich denke, es macht für ein Großunternehmen absolut sehr viel Sinn, mit einer großen globalen Plattform anzufangen, weil ich damit die Möglichkeit habe, jeder, der möchte, auf eine technologische Ebene reinzubringen. Nummer 2 ist, ich würde in Frage stellen, ob ich sowas wirklich als ein Projekt einführe. Weil ein Projekt wird ja definiert, dass es einen festen Zeitraum hat, wann es dann fertig sein muss. Social Media Implementierung in Form der Plattform Implementierung, das kann gerne ein Projekt sein, dann haben die Leute, wissen sie, wann sie fertig sein müssen. Das Thema Digitalisierung als Projekt zu machen oder Kulturentwicklung als Projekt halte ich für völlig sinnfrei, weil das einfach in der Zeit nicht geht. Also da würde ich einfach ein paar Rahmenbedingungen auch mal hinterfragen. Also wir müssen differenzierter über das sprechen, was wir da eigentlich machen wollen. Ganz genau. Ja. Aber da würde mich jetzt mal der Einblick in Continental interessieren. Wie haben Sie es denn verankert dann, dass es kein Projekt ist, sondern eher ein Programm oder eine Initiative, die über einen längeren Zeitraum läuft? Wie wurde das angetriggert? Genau deswegen spreche ich es an. Bei uns war es ein Projekt. Das Projekt war 2013 zu Ende und damit, okay, wir sind fertig. Sondern was passiert bei Change? Wenn alle dran arbeiten, dann ist es wichtig, ein Haufen Kommunikation, alle sind gemeinsam unterwegs gewesen und dann waren wir ja fertig. Dann hat es Awards gegeben und wir waren alle glücklich und so weiter und das erleben wir von anderen Firmen ganz genauso. Irgendwann ist dann die Attention, die geht runter, dann werden andere Sachen wichtiger und wenn dann niemand dranbleibt, wenn es dann nicht einzelne oder größere Gruppen gibt von Leuten und da haben wir halt die glückliche Situation gehabt, dass trotz Projektende als ein 400 Leute starkes Guide-Netzwerk gegeben hat, die heute noch 2,5 Jahre später hergehen und sagen, wenn mich jemand fragt, selbstverständlich gebe ich dem eine Hilfe. Ich gehe auch selber auf denjenigen zu, wenn ich sehe, da kann ich was verbessern. Also wir haben über die allgemeine Kulturentwicklung, die kein Projekt war, die aber nichts mit Social zu tun hatte, sondern die war Gott sei Dank parallel, sehr ernst gemeint nach wie vor, haben wir einen Nicht-Projekt-Charakter, der komplett ongoing ist. Aber wichtig ist ja da das Erwartungsmanagement. Macht halt, man hat ein Projekt laufen und man muss die Erwartung auf das runterschrauben, dass es jetzt vielleicht erstmal nur die Technologie ist, die bereitgestellt wird und dann schrittweise sozusagen die Leute an diese neue Form der Arbeit rangeführt werden. Ja, du weißt ja nicht, Entschuldigung noch den Satz, du weißt ja nicht, wenn du das Projekt anfängst, wie du arbeitest und wo du bist, wenn das Projekt fertig ist. Man kann zwar am Anfang sagen, ich will eine Plattform installiert haben, so wie wir haben dann gesagt, wir wollen ungefähr so und so viele Leute drauf haben, dann sind wir erfolgreich. Und wir wollen diese Use Cases haben und wir wollen 11 Sprachen drin haben und so weiter. Das kann man schon messen. Aber ob so ein Ding richtig fliegt, ob das Ding richtig genutzt wird, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und manchmal wird dann bei Projektende klar, hey, wir können ja ganz andere Sachen damit erreichen oder wir können sogar ganz woanders hin. Aber da brauchen wir ja dann schon ein Umdenken, was stattgefunden hat in der Projektdefinition. Ja. Zum Projektstart. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt ja ansprechen, warum auch solche Dinge eben nicht so vorankommen, wie wir uns das alle vorstellen. Weil solche Projekte werden ja oft gestartet mit dem Motto, wir haben das und das Budget
Und was auf Gottes Willen nicht passieren darf, es darf kein Headcount aufgebaut werden. Durch die neue Plattform dürfen wir keine neuen Mitarbeiter einstellen müssen oder keine neuen Funktionen und Aufgaben zukommen auf uns. So, das ist ja auch ein Irrglaube. Ne? Das heißt, wenn ich das erfolgreich einführen will, da werden es andere Rollen geben, werden es vielleicht auch andere Einstellungen geben. Also Einstellung im Sinne der Mitarbeiter muss eingestellt werden dafür, der das auch übernimmt und dann auch zum Erfolg bringt dann auch. Und auch da sehen wir vielfach, dass in der Tat wir so einen deutlichen Unterschied sehen zwischen Familienunternehmen, großen Familienunternehmen, die demgegenüber aufgeschlossener sind und langfristig denken, und börsennotierten, eher über die Quartalsberichte getriebenen Unternehmen, die halt einfach nur auf den Shareholder Value ausgerichtet sind dann auch. Ne? Gut, wir sind jetzt langsam am Ende des Panels. Wir werden das Thema ja noch weiter vertiefen in verschiedenen weiteren Diskussionsrunden. Eine letzte Frage an euch. Was ist eure zentrale Empfehlung jetzt an diejenige, die da zugehört haben? Was könnt ihr ihnen mit auf den Weg geben zum Start einer solchen Initiative? Ich spreche jetzt nicht mehr von Projekt, sondern Initiative. Lutz schiebt mir das jetzt hier rüber, ja. Aber ein bisschen natürlich den Vorteil, dass ich einfach dich zitieren kann, Harald, und sage, haben Sie einen Mutanfall? Ja? Also einfach mal anfangen. Einfach mal probieren, von mir aus in einer Ecke, die auch sehr sichtbar ist, die, wo man neugierig machen kann, wo man Fehler vielleicht aber auch zulässt. Also ich glaube, anfangen. Anfangen und den Set von Dingen, die wir gesehen haben, die wir verändern müssen, angehen müssen, der stand vorhin dran. Also haben Sie Mut, fangen Sie an. Ja, den kann ich ja fast nur anschließen, aber ich glaube, anfangen und das technische Projekt vom Kulturwandel einfach trennen. Also ich mache ein Projekt, um eine technische Plattform einzuführen, aber der Kulturwandel im Unternehmen, den muss ich langfristig sehen und den kann ich nicht am Projektende, also am Ende der Einführung, habe ich meine Kultur im Unternehmen nicht gewandelt, sondern das muss ich langfristig sehen. Und diese Denke im Unternehmen wirklich zu transportieren, um bis ins höchste Management zu kriegen, das würde ich allen empfehlen, die mit diesem Thema zu tun haben. Also, nachdem jetzt so ein paar Begriffe natürlich schon weg sind, versuche ich es mal nochmal von einer anderen Richtung. Beobachten Sie mal Ihre Kinder, Ihre eigenen oder die von anderen. Und wenn Sie der Meinung sind, wow, was können die alle schon mit dem iPad anfangen oder mit irgendwelchen anderen Geräten, dann haben Sie ein ganz klares Signal, dass Sie lernen sollten. Wenn Sie begeistert sind von dem, was die Kinder machen, dann sind Sie hinten dran. Und Sie können jederzeit wieder vorne dabei sein, indem Sie die Kinder beobachten, schauen, was die tun, was die auf die Beine stellen, weil die tun es einfach. Die hinterfragen viele Dinge nicht, die machen es einfach. Es gibt so einen schönen Spruch, alle wussten, dass es nicht geht, bis es einer einfach nur gemacht hat. Meine Empfehlung als Schluss jetzt hier wäre, schauen Sie im Unternehmen nach, die Gruppen, die das schon längst nutzen. Wir haben viele Unternehmen, da sind die Gruppen, die tauschen sich über WhatsApp zum Dienstplan aus, die nutzen Google Docs irgendwie für die Zusammenarbeit. Und wenn Sie das aufzeigen, wir sind doch schon längst da, wir müssen doch gar keine Angst haben und die Mitarbeiter brauchen das einfach, dann soll man damit starten. Prima, vielen Dank Alexander Kluge, Andreas Schönberg, Harald Schirmer und Lutz Hirsch für das spannende Einstiegspanel.